Wer kennt ihn nicht, den versnobten Professor Börne aus dem Tatort Münster? Neben Schauspielkollege Axel Prahl, der die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel mimt, hat Jan-Josef Liefers seine Paraderolle gefunden. Ihn darauf zu reduzieren, würde dem Schauspieler allerdings nicht gerecht werden. Liefers hat das Zeug zum Schauspieler bereits in die Wiege gelegt bekommen. Seine Mutter ist die Schauspielerin Brigitte Liefers-Wähner, sein Vater der Regisseur Karl-Heinz Liefers. Dass sein Großvater ebenfalls Schauspieler war und sein Stiefbruder Martin Brambach ebenfalls, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Liefers, der 1964 in Dresden geboren wurde, lernte sein Handwerk nach einer Tischlerlehre an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Direkt im Anschluss hat er 1987 ein Theaterengagement am Deutschen Theater Berlin angenommen. 1990 ging er ans Thalia Theater in Hamburg, bevor er gänzlich zum Film und Fernsehen wechselte. Sein Kinodebüt hatte er mit dem Film Die Besteigung des Chimborazo. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch mit Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief, an der Seite von Götz George, Mario Adorf, Heiner Lauterbach und Veronika Ferres. Darüber hinaus war er unter anderem in den Filmen Knocking on Heaven's Door, der Bader-Meinhof-Komplex, Der Turm, Honig im Kopf oder in Gefangen, der Fall K. zu sehen. Seit dem 31. August 2018 spielt er zudem in der Miniserie Arthurs Gesetz einen unschuldigen Serienkiller. Eine ganz andere Rolle als die des Pathologenschnösels Professor Börne im Münster-Tatort. Dass er den Gerichtsmediziner derart authentisch mimt, hat sicherlich auch damit zu tun, dass er sich auf seine Erfolgsrolle bestens vorbereitet hat. Ich habe mir 14 Obduktionen in der Gerichtsmedizin angeschaut, sagte Liefers einmal der in Erfurt erscheinenden Tageszeitung Thüringer Allgemeine. Es war faszinierend, echt krass, und es hat meinen Blick auf den menschlichen Körper, auf Leben und Tod verändert. Vor dem ersten Mal hätten ihm die Pathologen noch geraten, nichts zu essen. Doch die genauen Erklärungen während der Sektion hätten ihn dann abgelenkt. Im Tatort kämen allerdings nur Puppen, Schauspieler oder Komparsen auf den Tisch. Berührungsängste hat der Schauspieler auch in anderen Bereichen nicht. So plauderte er einmal im Interview mit der Bild-Zeitung über seine Drogenerfahrungen. Bei seinem ersten Cannabiskonsum habe er die Droge nach eigenen Angaben überdosiert. Es ging mir 3 Tage lang ziemlich mies, sagte Liefers. Er sei damals Anfang 20 gewesen. Damals stand die Mauer noch und ich durfte ausnahmsweise mit dem Deutschen Theater zu einem Gastspiel nach Amsterdam, erinnerte sich Liefers. Und die Kekse waren einfach einer zu viel. Er habe jedoch auch positive Erfahrungen mit Marihuana gemacht. Geschätzt habe er vor allem das Entspannende an der Wirkung. Liefers sprach sich in dem Interview für die Legalisierung und Qualitätskontrollen der Droge aus. Von Obduktionen und Drogen abgesehen sind es noch andere Erfahrungswerte und vor allem Talente, die den Schauspieler Jan-Josef Liefers ausmachen. So ist er, wie auch sein Kollege Axel Prahl oder Ehefrau Anna Loos, außerdem Musiker. Nachdem er 1975 seine erste Gitarre und Gitarrenunterricht bekam, wie er in seiner Autobiografie Soundtrack meiner Kindheit schreibt, geht er seit 2006 regelmäßig mit seiner Band Radio Doria, zunächst Jan-Josef Liefers und Oblivion, auf Tour. So begleitete er 2012 die Partys auf ihrer Jubiläumstour und trat 2015 beim Bundesvision Song Contest für Sachsen an. Darüber hinaus ist Jan-Josef Liefers politisch und sozial engagiert, etwa als Wahlmann für die Wahl von Bundespräsident Gauck 2012 oder für das Kinderhospiz Sonnenhof Berlin, die NCL-Stiftung oder Deine Stimme gegen Armut. Privat ist Jan-Josef Liefers seit 2004 mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet, die auch Sängerin der Band Silly ist. Gemeinsam haben sie 2 Töchter, Lilly Anna Sophia und Lola Marie Josefina. Aus seiner ersten Ehe mit Alexandra Tabakova stammt seine Tochter Paulina. Darüber hinaus hat er einen Sohn, Leonhard, aus der Beziehung mit der Schauspielerin und Autorin Ann-Kathrin Kramer. Mit Anna Loos und seinen 2 Töchtern lebt er aktuell in Berlin-Steglitz.